So, herzlich willkommen, liebe Teilnehmer der Webinare der WZ Bank Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Heute wieder die Trading-Gruppe zu Gast. Ingmar, René, Wolfram und Stefan Feuerstein. Es sind ein paar Minuten verspätet. Bitte um Entschuldigung. Wir mussten erstmal ein kleines Problem lösen. Der liebe Stefan hat ein kleines Stromproblem. Aber jetzt, Stefan, bist du ja bei uns. Oder? Okay. Ja, Stefan? Ist da anscheinend. Ja. Er ist da, ne? Okay. Wahrscheinlich jetzt beschäftigt gerade, das hat, glaube ich, gerade den PC gewechselt, muss gerade noch den PC neu einstellen, das Setup, was er heute für heute Vorabend vorbereitet hat. Aber ich denke, das kriegen wir hin, wenn wir in ein paar Minuten die Chart-Analyse dann vom Stefan hören. Wie immer werden wir starten mit Ingmar mit dem Rückblick zum letzten Webinar, wie sich die Trades entwickelt haben. Dann weitergehen zum René Wolfram mit dem Grundsetup, welche Basiswerte wir uns heute anschauen. Mal ein Spezialfall dabei in Richtung Währungspaar. Und dann der Stefan, wie immer, gewohnt zu den Charts. Und ich werde einen kleinen Überblick geben zu den Trading-Strategien. Ja, wie immer, bevor wir anfangen, die gewohnten Hinweise, dass wir uns mit dem Webinar Selbstentscheider richten und wir Produkte, wenn wir sie nennen, nur zu Demonstrationszwecken Ihnen zeigen und keine Anlageberatung machen, und bedenken Sie dann immer bitte an das Totalverlustrisiko und an das Emittentenrisiko beim Hantieren mit Turbo-Zertifikaten. Ja, Ingmar, kommen wir zu dir mit einem Rückblick von unserem letzten Webinar. Ja, schönen guten Abend, Stefano. Servus in die Runde auch. Schön, dass wir heute wieder mit dabei sind. Sie haben es gerade schon gehört. Es wurde gerade noch ein bisschen hektisch hier, weil Stefan zwei Minuten, bevor wir starten wollten, auf einmal einen Komplettstromausfall bei sich hatte. Ich weiß nicht, ob in der Nähe eine Baustelle war, aber das ist halt immer das Problem, in Anführungsstrichen, wenn man natürlich solche Sachen live macht oder machen möchte, dass auch mal kurzfristig dazu Problemen führen kann oder kommen kann. Wir hoffen, dass gleich alles funktioniert. Er hat jetzt schnell auf den Laptop gewechselt, ist gerade noch dabei, schnell die Charts nochmal anzupassen. Sollte es nicht klappen, werde ich dann sonst noch ein paar Worte zu den Charts sagen, nachdem der René uns die Vorfilter gezeigt hat. Ansonsten werde ich noch einen kurzen Rückblick geben, wie Stefano schon gesagt hat. Wir hatten das letzte Mal Kaffee und den Eurostoxx als Analyse mit dabei. Und darauf werden wir dann einen kurzen Rückblick haben. Fangen wir an mit dem Eurostoxx-Trade, den wir vorgestellt hatten. Hier hatte René aufgezeigt, dass die Vorfilter einen Long-Einstieg anzeigen, und Stefan hatte anschließend mit seiner technischen Analyse gezeigt, dass er mit einem Limit bei ca. 3020 in den Eurostoxx Long einsteigen könnte. Hier wäre es also vom Timing her auch sehr gut, mit den Zielen bei 3140, 3300 und später bei 3500 und einem anfänglichen Stopp bei 2780 Punkten. Der aktuelle Kurs von eben war 3003 Punkte. Schauen wir mal, was passiert ist. Wir sehen hier, dass der das eingekreiste Tag des Webinars, das war der 14.3. Und Sie sehen die blaue horizontale Linie, das ist das Limit, was wir angegeben hatten mit 3020 Punkten. Und die grünen Linien oben, das sind die ersten beiden Ziele, einmal bei 3140 und bei 3300 und unten den Stopp bei 2780. Was ist passiert bisher? Bisher ist nicht viel passiert. Wir sind also in dieses Produkt in einen Long eingestiegen innerhalb dieses Webinars hier. Die 3020 wurden ein paar Tage später getriggert. Es kam somit zu einem Einstieg in dieses Long-Produkt. Und momentan, Sie sehen es ja, ist nicht wirklich viel passiert. Wir pendeln um diese 3000-Punkte-Marke herum. Von daher macht es auch Sinn, aus charttechnischer Sicht hier momentan weiter im Produkt investiert zu bleiben. Stefano, ich weiß nicht, hast du noch deine Lautsprecher offen? So, ich habe den Stefano jetzt mal abgeklemmt. Er hatte anscheinend noch seinen Lautsprecher offen. So, ansonsten, wie gesagt, macht das hier Sinn, einfach am Ball zu bleiben. Wir laufen hier momentan eher seitwärts und die Ziele sind weiterhin aktiv, die 3041 und 3300. Von daher bleibt hier alles beim Alten. Wir halten an diesem Trade fest. Der zweite Trade, den wir vorgestellt hatten, das war ein Long auf Kaffee. Hier hatten wir gesagt, dass wir mit einem Limit bei ca. 127
US-Cent einsteigen kann mit den Zielen bei 139, 146 und 162, einem anfänglichen Stopp bei 112. Der aktuelle Kurs war eben bei 128,55, also knapp sind wir schon vorne mit diesem Trade, weil die 127 auch getriggert wurden, wir also in dieses Produkt eingestiegen sind bei 127. Wir sind also schon knapp vorne und ja, werden jetzt einfach mal abwarten, wie sich der Trade weiterentwickelt. Sie sehen ja schon, dass es schon bis 135 hochging oder knapp über die 135 hinaus, allerdings nicht bis zu unserem ersten Ziel bei 139 und natürlich auch dann nicht zu 146. Sie sehen hier wieder eingezeichnet die verschiedenen Ziele, sehen auch hier ganz schön mal, wie man auf diese Ziele kommt oder wie Stefan auch diese Ziele auslotet bei 139. Da sehen Sie ja diese Widerstandsmarke, die im Juni, Mitte Juni und Mitte August ja, gehalten hatte, wo wir nach unten weggelaufen sind. Von daher ist das jetzt auch das Ziel, an das wir wieder heranlaufen sollten, an diese 139, sollten wir darüber ansteigen, ergibt sich ein neues Kaufsignal, sollten neue Käufer in den Markt kommen, sodass wir dann bis zum nächsten Zwischenhoch bei 146 laufen könnten. Da sehen Sie auch wieder die 146, die wurden hier im März und April mal berührt und da ist der Markt wieder nach unten weggegangen, der Kaffeepreis. Von daher ist das nächste Zwischenziel und das nächste dritte Ziel liegt dann bei 162. Das wären dann die Tiefs aus Anfang des Jahres 2015. Sollten wir da wieder hinlaufen, würden wir dann die komplette Position auflösen. Davor bei 139 ein erstes Drittel verkaufen, bei 146 das zweite Drittel und bei 162 das dritte Drittel. Momentan macht es hier noch keinen Sinn, den Stopp nachzuziehen. Wir belassen ihn bei knapp unterhalb von 112 und werden einfach dann in den nächsten Wochen immer wieder mal auf den Kaffeepreis schauen und mal kurz Update geben, wie es da genau aussieht. Ansonsten werden wir heute auf Natural Gas nochmal schauen. Das hatten wir vor einiger Zeit schon mal vorgestellt. Wurden, beziehungsweise war glaube ich sogar beim vorletzten Webinar, sind da aber nicht reingekommen, sind knapp nicht mit unserem Limit zum Zuge gekommen, soweit ich mich da erinnere. Von daher wird es da heute nochmal ein kurzes Update dazu geben. René wird nochmal die Vorfilter aufzeigen, wie es da genau aussieht und Stefan die technische Analyse machen, wenn dann alles funktioniert. Und dann schauen wir noch auf den Kanada-Dollar, US-Dollar. Da hatte Stefano eben schon gesagt, hier gibt es eine Besonderheit. Jetzt müssen Sie ein bisschen aufpassen. Und zwar René macht seine Vorfilteranalyse auf den Kanada-Dollar zum US-Dollar. Also stellt dort eine Long-Strategie vor. Allerdings sind die meisten Charts wie auch die Produkte aufgelegt mit US-Dollar zu Kanada-Dollar. Das heißt, in diesem Falle werden wir dann kein Long vorstellen, sondern ein Short-Produkt, damit wir dann eben die beiden Analysen in Einklang bringen können mit der Auswahl des Produktes. Dann, René, würde ich schon zu dir übergeben, dass du starten kannst mit dem ersten Wert, dort schon mal aufzeigen kannst, wie die Vorfilter genau aussehen. Und ja, wünsche Ihnen dann viel Spaß heute und falls irgendwas nicht funktionieren sollte, beim Stefan, werden Sie mich dann nochmal nachhören. Bis später. Ja, danke Ingmar. Hallo in die Runde. Wir beginnen, wie Ingmar gerade schon sagte, mit Natural Gas, also mit dem Erdgas-Future und schauen uns dort als erstes die Saisonalität an. Rückblickend auf die letzten 17 Jahre ist hier der Verlauf gezeichnet. Da sehen wir, dass es naturgemäß so ab Ende Februar, Anfang März zur Stärke neigt, dass der Erdgas-Future typischerweise so bis in den Endteil des Aprils nach oben zieht. Und das ist ein ganz klassisches Muster, was wir bei den Energierohstoffen sehen. Wenn Sie sich erinnern, haben wir auch vor ein paar Wochen schon darauf hingewiesen, dass in verschiedenen Märkten, unter anderem beim Benzin-Future, im Rohöl-Future, aber natürlich auch im Erdgas, so ab Ende Februar, so um den 20., 25. herum, fangen diese Märkte naturgemäß an zu steigen. Und wenn Sie sich mal anschauen, das kann ja jeder mal nach diesem Webinar machen, wenn Sie sich mal anschauen, wie sich zum Beispiel der Benzin-Future, also Gasoline, Unleaded Gasoline, wie sich das entwickelt hat, das hat glaube ich 30% seitdem gemacht, wie sich der Rohöl-Future entwickelt hat und wie sich jetzt seit kurzem auch der Erdgas-Future entwickelt, dann sieht man, dass das schon Hand und Fuß hat, vor allem
wenn Sie sich einfach mal mehrere Jahre anschauen, dann sehen Sie, dass das kein Zufallstreffer ist, sondern dass das sehr, sehr häufig so ist. Beim Benzin-Future war es tatsächlich in den letzten Jahren auch mal, von den letzten 5 Jahren hat es, glaube ich, 2-mal fehlgeschlagen, wenn man das rein saisonal gehandelt hätte. Aber wenn man das eben mal 15, 20 Jahre zurücktestet, dann sieht man, das haut schon sehr, sehr oft hin. Das sind so Trefferquoten über 80%, 80, 90%, die man damit hat. Also das ist schon, da steckt schon etwas Fundamentales dahinter. Und Erdgas ist jetzt angesprungen, ist ins Laufen gekommen und das nicht zuletzt aufgrund dieser saisonal interessanten Konstellation, die wir hier haben. Also saisonal schaut es bis Ende April sehr bullisch aus. Das zieht häufig auch durchaus noch bis in den Mai oder Juni hinein nach oben. Aber so die wirklich prägnanteste und stabilste Phase ist eben bis Ende April. Da sollte man in diesem Markt, wenn man etwas macht, auf der Long-Seite versuchen, engagiert zu sein. Wir haben ja da auch schon versucht, antizyklisch reinzukommen. Privat bin ich da schon zum Zug gekommen, das wird Ihnen aber jetzt nichts bringen, weil ich dann natürlich mit mehreren Tranchen gearbeitet habe. Jetzt werden wir hier versuchen, prozyklisch noch reinzukommen in diesen Markt. Und dazu wird dann der Stefan später noch was sagen, so der Strom, Gott will. Schauen wir uns die COT-Daten an. Hier mal eine 20-Jahres-Historie bis zurück ins Jahr 1995. Zu beachten ist hier diese grüne Linie, die Commercial Hedgers, die kommerziellen Hedger, die also physische Bestände von Erdgas haben. Das sind also erdgasfördernde Unternehmen, die dieses Erdgas verkaufen, aber sind natürlich auch im Bereich der Hedger, sind natürlich auch abnehmende Unternehmen, die also Erdgas verbrauchen. Und da sieht man, dass die Commercials, die sogenannten Commercials, im Jahr 2011 schon mal eine extrem bullische Positionierung hatten und dass sie jetzt im Jahr 2015 und 2016 in den ersten Monaten, dass sie da auch eine extrem bullische Positionierung eingegangen sind bzw. innehaben. Und das ist in diesem Markt nicht so wie in anderen Märkten, dass sich das sofort niederschlägt in steigenden Notierungen, aber der Preis fällt dann in der Regel nicht mehr wesentlich. Man hat es hier gesehen im Jahr 2011, das war so ein Paradebeispiel, wo man einerseits die Qualität und Zuverlässigkeit sehen kann von COT-Daten, andererseits auch die Problematik, die man, wenn man es nutzen möchte, die man da vorfindet, weil man hier sehen kann, im Jahr 2011, da standen wir im Preis so bei $4,50, als die Commercials ihr bullisches Extrem hatten. Jetzt würde man natürlich als Laie wahrscheinlich erwarten, dass es dann sofort nach oben schießen muss, aber das ist natürlich reichlich naiv, so einfach läuft es auch nicht. Was hat der Preis gemacht? Er hat nochmal bis fast auf $2 zurückgesetzt, bedeutet also, wir haben hier nochmal eine Halbierung des Preises gesehen. Und jetzt kann sich ja jeder für sich die Frage mal beantworten, wie locker geht man denn damit um, wenn man eine Position eingeht, in der Überzeugung, jetzt muss es kräftig steigen und dann passiert erstmal das Gegenteil, nämlich es fällt kräftig. Ich habe diese Situation damals gehandelt und weiß auch noch sehr genau, wie das damals abgelaufen ist. Ja, solche Situationen muss man halt einfach aussitzen in solchen Fällen, wenn es ein Rohstoff ist. Wenn Sie jetzt hier eine Aktie kaufen würden, wenn Sie einen Index kaufen würden, wenn Sie eine Währung kaufen würden, niemals aussitzen. Aber wenn es ein Rohstoff ist, dann kann man das aussitzen. Muss man allerdings für sich verantworten und muss natürlich schon genau wissen, was man da macht. Und bei den Energierohstoffen muss man auch klar dazu sagen, ist die Gefahr größer, dass dieses Aussitzen mal nicht funktioniert. Hat bislang immerhin gehauen, aber ein Energierohstoff kann und wird wahrscheinlich irgendwann mal substituiert werden. Irgendwann werden wir wahrscheinlich kein Rohöl mehr brauchen, weil wir alle mit Wasserstoffauto fahren oder mit Gott weiß was. Irgendwann wird vielleicht auch kein Erdgas mehr benötigt, weil irgendein anderer Rohstoff kommt oder irgendein anderes Vehikel kommt, was wir als Energie benutzen. Also deshalb, wenn man das jetzt auf Sicht von 20 Jahren immer wieder macht, irgendwann wird es auch mal nicht hinhauen. Irgendwann kann es tatsächlich passieren, dass es weiter purzelt im Preis. Aber bis dato war das nicht so. Und hier sehen wir, damals, wenn man bei $4,50 eingestiegen wäre, hätte man nochmal bis $2,20 die ganze Sache aushalten müssen. Wäre dann aber auch bei 6, beziehungsweise fast $7, ich glaube $6,80 waren wir in der Spitze oder um die $7 waren wir. Also man hätte über 50% Profit gemacht
vom ursprünglichen Einstieg, hätte aber zwischenzeitlich auch 50% Schwankungen gegen sich gehabt. Wenn man da mit einer Staffelung arbeitet in solchen Situationen, macht man natürlich richtig Reibach. Aber wer hat dieses Sitzfleisch und wer hat diese Ausdauer und vor allem auch diese Selbstverständlichkeit, dass er dann sagt, ja gut, dann schwankt es halt noch ein bisschen. Da braucht man schon sehr viel Zeit dafür. Bei mir hat das locker 6, 7, 8 Jahre gedauert, bis ich mich von sowas habe nicht mehr abschütteln lassen. Also das heißt nicht, kaufen Sie sich jetzt, verpfänden Sie Haus und Hof, Frau und Kind und kaufen Sie jetzt Erdgas bis zum Abwinken, definitiv nicht. Das muss man immer für sich selbst das Risiko tragen können. Ich kann es tragen, weil es für mich dann auch kleine Positionen sind. Aber ich wollte an dem Beispiel mal aufzeigen, was die Problematik ist und was die Problematik auch jetzt ist. Denn wir haben hier gesehen, das Extrem haben die Commercials gehabt, so im Jahr 2015. Da waren wir preistechnisch so im Bereich 3,50, 3,70. Jetzt sind wir unter 2 Dollar. Das heißt, wir haben auch da wieder dieses Phänomen gesehen, dass der Preis sich nochmal halbiert hat ungefähr. Ausgehend von dem bullischen Extrem der Commercials. Wenn sich die Historie wiederholen würde, dann könnten wir wahrscheinlich in einem Jahr hier Preise von 4 bis 5 Dollar bestaunen. Man weiß es nicht, ob es so kommt, aber es hilft eigentlich immer ganz gut, sich mal historische Entwicklungen anzuschauen, weil dann sieht man, okay, es war schon mal so, es gab schon mal diese Situation, es ist nochmal 50% gen Süden gegangen. Und wie man das für sich nutzt, ob man sagt, na gut, dann warte ich halt noch ab oder steige auf dem aktuellen Niveau ein, weil jetzt gab es ja diese 50%, das muss jeder für sich verantworten. Ich weiß, wie ich es für mich mache, ich kann es auch für mich verantworten, aber jeder muss es für sich natürlich sehen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Erdgas schaut saisonal sehr gut aus und schaut von den COT-Daten sehr, sehr gut aus. Warum? Weil wir ausgehend von diesem bullischen Extrem der Commercials, ausgehend von dem Extremlevel, wo sie also ihre Absicherungspositionen am stärksten gelockert hatten, wo sie sehr bullisch positioniert waren, haben wir nochmal einen Absacker von 50% gesehen. Das heißt, wenn man das jetzt mal auf die Situation 2011, 2012 überträgt, dann müssten wir eigentlich hier ziemlich in diesem Bereich sein. Das heißt also am potenziellen Wendepunkt. Ich hatte auch vor ein paar Wochen schon mal darauf oder war schon mal darauf eingegangen und hatte darauf hingewiesen, dass der Preis auch unter Produktionskosten gefallen ist. Da kann man sich jetzt natürlich trefflich darüber streiten, welche Quellen da die solidesten und seriösesten sind. Mir persönlich ist es egal, ob jetzt die Produktionskosten bei 2,20 stehen, bei 1,90 oder bei 1,70. Wir sind im Bereich der Produktionskosten und das genügt mir. Ich brauche da jetzt nicht Pfennigfuchsen, ich muss da auch keine Wissenschaft draus machen. Der Preis wird nicht mehr so ins Bodenlose fallen. Für mich habe ich so kalkuliert, also mein Durchschnittspreis laut den verschiedenen Quellen, liegen die Produktionskosten so im Durchschnitt bei 1,90. Davon ausgehend, also bei 1,90 bis 2 Dollar. Und wenn man davon ausgehend mal so diese Hausnummer nimmt und diesen Erfahrungswert, dass es 30% ausgehend von den Produktionskosten durchaus nochmal nach unten gehen kann, dann könnte es durchaus sein, dass wir hier nochmal in den Bereich 1,55 vordringen. Das wäre also durchaus möglich, vielleicht sogar in den Bereich 1,30, 1,35. Also das ist durchaus denkbar und dementsprechend habe ich für mich privat eine Staffelung am Limits im Markt liegen, falls der Preis nochmal absackt, dass ich ihn tief abgreife, dass ich einen guten Durchschnittspreis habe und wenn er nach oben wegzieht, bin ich eben schon entsprechend drin, beziehungsweise wir werden jetzt hier zeigen, wie man da prozyklisch versuchen kann einzusteigen, indem man einfach versucht jetzt hier bei dem ersten Zucken nach oben oder bei einem der ersten Zucken nach oben in Position zu kommen. Das soll es soweit zum Natural Gas sein. Ja, je nachdem, wie es um Stefans Strom bestellt ist, würde ich jetzt an Stefan übergeben. So, heute etwas improvisiert. Ich hoffe, man kann das alles soweit erkennen. Mit dem Stromausfall Ja, musste kennt man ich sehr gut, Stefan, zur Info vor. kurz. Okay, dann mache ich mal einiges weg, dass man da hoffentlich mehr erkennen kann. Jetzt. Gut, beginnen wir mit der Charttechnik. Zuerst das langfristige Chartbild. Wir hatten Natural Gas ja schon vor einigen Wochen. Bin damals darauf eingegangen, dass der Kurs hier in diesen
abwärts gerichteten Trendkanal wieder hineingelaufen ist und diesen ja eher mittelfristigen Abwärtstrendkanal hier ausbildet. Da sind wir jetzt auch wieder an das untere Ende herangelaufen, haben uns jetzt aber in den letzten Tagen etwas davon nach oben entfernt. Gehen wir mit der Information eine Ebene tiefer in den Tageschart. Hier sieht man auch sehr schön, ich habe es bereits erwähnt, alle Bilder gehen auf. So, hier mit dem letzten Tief wurde das untere Ende des Trendkanals nicht mehr erreicht. Der Kurs ist nach oben abgedreht. Das ist ein erstes Anzeichen für mich, dass da eine gewisse Stärke reinkommt. Und jetzt wird es eben interessant, solle der Kurs diese Erholungsbewegung, die wir hier begonnen haben, weiter fortsetzen und dann über das letzte Zwischenhoch, was wir hier im März hatten, nach oben ansteigen können. Dann ergibt sich ein erstes Kaufsignal, was dann darauf hindeutet, dass der Kurs weiter nach oben bis zunächst an die obere Begrenzungslinie dieses abwärts gerichteten Trendkanals hier ansteigen kann. Das bedeutet, wir sind hier irgendwo in der Region um rund 2,17 Dollar, 2,18 Dollar, 2,20, je nachdem, wann das erreicht wird. Sollte dieser abwärts gerichtete Trendkanal dann tatsächlich auch noch nach oben überwunden werden, ergibt sich durch die letzten Zwischenhochs, was wir hier in den letzten Wochen hatten, bei rund 2,30 bis 2,50 die nächsten Kursziele und dann möglicherweise bei einem weiteren Verlauf mit einer vielleicht kleinen Pullback-Reaktion nach oben, dann mittelfristig sogar die Region um rund 3 Dollar, die sich eben durch diese Seitwärtstendenz, die wir hier im vergangenen Sommer hatten, ergibt. Wie gesagt, das Trading Setup, ein Anstieg über 2 Dollar, eine Stop-Buy-Einstiegsbedingung, eine Absicherung würde sich anbieten. Machen wir mal die ganzen Linien wieder weg und versuchen das mal etwas größer zu ziehen, dass man da mehr erkennen kann. Knapp unter dem letzten Zwischentief, das wir hier hatten jetzt in den letzten Tagen, bei rund 1,75 Dollar und dann nach oben hin, wie gesagt, die Ziele bei 2,20, 2,30 bis hin zu 3 Dollar mittelfristig. Ja, mit diesem Trading Setup würde ich dann auch schon an den Stefano übergeben, bei mir heute etwas kürzer aufgrund der eingeschränkten Darstellung bei mir. Jetzt kann Ihnen der Stefan nur noch zeigen, wie man eben zu dieser Strategie die passenden Produkte auf dem Guidance Desktop raussuchen kann. Ja, Stefan, improvisiert hast du das super gemacht. Also ich glaube, wir haben alle es ganz gut mitbekommen können, wie sich die Charttechnik dann bei Natural Gas, auch Henry Hub genannt, gab gerade eine Frage von den Teilnehmern, ja, auch unter Henry Hub zu finden. Unser NetGas, hier haben wir es hier in Guidance, also kann man beides eingeben, entweder Henry Hub oder Natural Gas, dann findet man den entsprechenden Wert und ja, mit der Strategie ein kurzes Zucken nach oben, wie der René es schön gesagt hat, mal long reinzusteigen bei 2 US-Dollar, gehen wir hier gerade mal schon mal hier unten ein mit einem, ja, nehmen wir mal dein erstes Kursziel, Stefan, von ca. 2,17 in dem Bereich und einen Stop-Loss von 1,75. Also so eine ganz klare Strategie bei 2 US-Dollar mit einem stärker werdenden Erdgas-Future da long reinzusteigen mit dem ersten Ziel von 2,17. Du hattest ja gesagt, weitere kommen dann bei 2,32, 2,49 bis zu 3 US-Dollar. Raus würden wir dann bei 1,75 gehen, einfach mit einem Hebelprodukt. Jetzt nicht so einfach umsetzbar, wie es sei denn, man hat genügend Sitzfleisch, wie René es beschrieben hat, dass man seinen Durchschnittskurs reduziert bei zurückkommendem Erdgas-Future, da nochmal nachlegt. Für so eine Strategie sind halt ganz gut Rohstoffzertifikate, also ein Index-Tracker, die den Net-Gas-Kurs ungehebelt abdecken und nachbilden. Für solche Strategien, also nachkaufen bis in Richtung 1,50 US-Dollar, kann man das da sehr gut abbilden. Für so eine Strategie, die jetzt bei einem starken Markt prozyklisch reingehen,
Minimum Stop-Loss für 1,75 und im ersten Ziel bei 2,17 einfach besser abbildbar über Hebelprodukte, also Turbo-Endlos-Produkte, die wir, wie wir es kennen, hier unten sehen. Da hier mal ein Produkt rausgesucht mit einem Knockout von 1,72, also etwas unterhalb der Stop-Loss-Schwelle des Trades. Dementsprechend dann der Stop-Loss, den wir hier sehen, in Euro ausgedrückt, bei in etwa 30 Euro Cent. Einstieg dann bei 2 US-Dollar in diesem Produkt ca. 51 Euro Cent und Kursziel wäre dann 64 aktuell. Das sehen wir hier mit Ask-Preis des Produktes bei 33 Cent auf 35 Cent. So viel zu der Trading-Strategie mit einem Finanzprodukt zu NetGas. Kommen wir zu dem nächsten Basiswert. Und damit zum René, wenn er uns hört. Wir hören dich gerade nicht. Auch ein Stromausfall, René, nee. Nee. Ah, da ist er, da ist er. Da haben wir ihn. Da ist er, genau. Währungsbank. So. Nächster Markt, den wir uns anschauen, ist der kanadische Dollar gegen US-Dollar. Und glaube ich, eine Währung, die wir jetzt erstmals besprechen hier. Und da schaut es saisonal sehr ähnlich aus wie im Natural Gas. Da ist auch die Phase so ab März, April, Anfang April fängt der Markt naturgemäß an, doch etwas dynamischer zu steigen. Vorher ist meistens so eine Bodenbildungsphase bzw. ein etwas diffuser Verlauf. Und der kanadische Dollar, hier haben wir eine Grundlage von 35 Jahren, eben waren es 17 Jahre, die rückblickend betrachtet wurden. Und hier sieht man, das ist eigentlich so der Jahreshaupttrend, den man hier erkennen kann, ab Anfang April. Da schießt der Preis naturgemäß dann doch, also er schießt nicht nach oben, aber er zieht doch kräftig nach oben. Das, was halt bei einer Währung kräftig ist. Also der Jahreshaupttrend, das sind immer so die saisonalen Abschnitte, die ich gerne handeln möchte in einer Währung, aber auch in einem Rohstoff. Nicht irgendwelche kleinen Zwischenerholungen, sondern halt die Jahreshaupttrends, weil die haben in der Regel irgendeine fundamentale Bewandtnis. Man kann es nicht, gerade bei den Währungen ist es ein bisschen schwierig, das dann alles immer erschöpfend zu erklären oder erklären zu können. Aber wichtig ist hier sehr, sehr lange Historie und sehr beständiges Muster. Kanadische Dollar gegen US-Dollar. Wir werden wahrscheinlich, der Ingmar hat es ja schon anklingen lassen, dass die üblichen Produkte, wer auch immer sie so gestaltet, eigentlich ist es ganz natürlich, dass man jede Währung gegen US-Dollar sieht. Also so kenne ich es aus dem Futures-Bereich. Das ist auch das Übliche, weil der US-Dollar ist eben die Leitwährung schon immer gewesen und es macht normalerweise Sinn, auch jeden Markt entsprechend in US-Dollar zu betrachten. Es ist in unseren Breitengraden gängig, das anders zu machen und dann handelt man irgendwie kanadischen Dollar gegen Euro oder hat Produkte US-Dollar gegen kanadischen Dollar. Letztlich im Endeffekt ist es wurscht. Wenn ich jetzt hier davon spreche, dass kanadischer Dollar gegen US-Dollar steigen wird, dann würde ich ein solches Produkt long handeln und falls es dann Produkte auf US-Dollar in kanadischen Dollar gibt, dann muss man die eben entsprechend short handeln. Also es geht ja darum, eine Aufwertung des kanadischen Dollar gegenüber dem US-Dollar zu handeln. Und die ist hier laut Saisonalität zu erwarten. Ich habe hier mal eine etwas anders aufbereitete Auswertung aus dem TradeMiner. Das ist so ein relativ günstiges Programm, was sich wahrscheinlich eigentlich jeder private Trader auch leisten kann, die hier ein saisonales Setup zeigt vom 24.03. bis 29.04. Hat in den letzten 15 Jahren, hat das in 85% der Fälle hingehauen, war also erfolgreich und man sieht hier, was so an Profiten auf ein 50.000 Dollar Konto rausgekommen ist. Und da sieht man, ist also eine sehr beständige Geschichte, haut also sehr häufig hin. Und wir schauen uns natürlich auch gerne nochmal hier die COT-Daten an. Schauen uns hier die COT-Daten an. Die sehen hier auch extrem bullisch aus für diesen Markt. Man sieht jetzt rückblickend betrachtet für die letzten 20 Jahre, dass hier es insgesamt drei Situationen inklusive der aktuellen Situation gegeben hat, nämlich 2013, 2014 und schon mal vorher im Jahr 2007.
wo die Commercials extrem bullisch positioniert waren. Und im Jahr 2007 ist es von 80 Cent auf 1,05 raufgegangen, also ein Preisaufschwung von über 25%. Im Jahr 2013 hat da sich nicht wirklich viel getan. Da gab es eine kurze Seitwärtsphase und dann ist der Preis aber deutlich gen Süden weitergegangen. Und ja, wie es jetzt läuft, werden wir sehen. Jedenfalls sehr bullische Ausgangssituation. Saisonalität spielt uns in die Karten und COT-Daten sehen sehr bullisch aus. Jetzt bleibt also noch die Frage, wie es charttechnisch um diesen Markt bestellt ist, wie man dort einsteigen kann und wie sich das Ganze dann handeln lässt. So, ich hoffe, ich bin jetzt wieder soweit zu hören. Das ist, wie gesagt, heute etwas improvisiert alles. Okay, nachdem ich kein gegenteiliges Signal erhalte, gehe ich davon aus, dass mein Bildschirm übertragen wird. Ich habe hier zunächst mal den langfristigen Kursverlauf des US-Dollars im Verhältnis zum kanadischen Dollar, also im Prinzip genau umgekehrt von dem, was René gerade erklärt hat. Wir haben das so gemacht, die COT-Daten bei René sind eben auf das umgedrehte Währungspaar zu haben, während die Produkte, die wir dann später vorstellen werden, die Stefano auch vorstellt, beziehen sich dann eben auf den US-Dollar im Verhältnis zum kanadischen Dollar. So, vom langfristigen Kursbild her, man sieht es hier, wir hatten zunächst einen mittelfristigen Aufwärtstrendkanal hier, der im Jahr 2012 begonnen worden ist und der Kurs lief hier Ende 2014 aus diesem Trendkanal nach oben raus und hat dann einen steileren Aufwärtstrendkanal ausgebildet. Aus diesem Aufwärtstrendkanal sind wir jetzt ganz leicht nach unten ausgebrochen. Interessant ist es allerdings, dass diese aufwärtsgerichtete Bewegung hier unten, man sieht es ja schön am MACD mit einem steigenden Indikatorverlauf begleitet worden ist, der nun aber auch in einer Region angelangt ist, die doch sehr hoch ist und jetzt die beiden Durchschnittslinien kurz davor sind, sich zu schneiden und damit ein langfristiges Verkaufssignal zu generieren. So, mit der Information aus diesem ganz langfristigen Monatschart gehen wir dann eben tiefer in den, ist immer noch ein Monatschart, aber wir haben es etwas genauer, weil das Bild etwas detaillierter ist. Interessant an dieser Stelle, das ist jetzt ein anderer Anbieter, das ist jetzt in dem Fall Guidance. Was man hier sieht, ist ein fehlerhafter Kurs. Ist insofern interessant, ich habe auch das extra mitgewählt, weil es gibt immer wieder die Diskussion mit automatisierten Handelssystemen. Ist etwas gefährlich und zwar genau aus diesem Grund, wenn solche fehlerhaften Kurse passieren, dann werden Positionen ausgelöst aufgrund dieses Datenfehlers. Man ist in der Position drin oder man ist in der Position draußen, weil sich das Handelssystem eben an dem reinen Kursverlauf orientiert. Deswegen ist für mich das immer noch wichtig, dass man selbst einen Blick auf die Sachen hat, die man handelt und nicht den Computer komplett alleine handeln lässt, auch wenn es theoretisch möglich wäre, denn damit ergeben sich eben genau solche Fehlerquellen, die dann möglicherweise zu entsprechenden Verlusten führen können. Gut, wie gesagt, man sieht hier, der Kurs ist aus diesem Trendkanal, den ich schon erwähnt hatte, hier nach unten ausgebrochen und hat damit ein erstes Verkaufssignal auf dieser langfristigen Ebene generiert. Eine Ebene tiefer, beziehungsweise zwei Ebenen, in der Tagesebene sind wir dann schon, sieht man, dass der US-Dollar im Verhältnis zum kanadischen Dollar
seit einigen Wochen einen abwärts gerichteten Trendkanal ausbildet. Der ist sehr kurzfristig. Hier im langfristigen Bild hier neben dran ist es diese Bewegung. Und da sind wir zuletzt an die obere Begrenzungslinie herangelaufen, haben die allerdings nicht mehr ganz erreicht und sind jetzt wieder nach unten abgedreht. Es kann sein, dass wir dann nochmal so einen kleinen Zucker nach oben machen und der würde sich dann eben zum Einstieg anbieten, da sich eine Short-Position genau in dieser Region eben auch sehr schön absichern lässt, so dass sich für den US-Dollar im Verhältnis zum kanadischen Dollar ein Einstiegslimit bei rund 1,3250 ergibt. Wer etwas spekulativer vorgehen möchte und sagt, okay, ich verzichte darauf, dass es da diese mögliche Erholung nach oben gibt, wo ich etwas günstiger reinkommen könnte, kann vielleicht das Limit auch etwas tiefer platzieren. Für mich ist es eben günstig, in der Region soll der dann nochmal hinkommen, 1,3250, das Kauflimit für eine Short-Position und die Absicherung dann ganz knapp über diesem Hoch, das ich hier gezeigt habe, bei etwa 1,3450. In Verbindung mit dem Einstiegslimit 1,3250 ist der Stoppkurs dann überschaubar eng gewählt. Das Risiko hält sich in Grenzen und vor allem im Hinblick darauf, wo die Reise denn dann hingehen kann. Das nächste Kursziel liegt dann an dem Tief, was wir hier im März hatten, bei rund 1,29 beziehungsweise das Zwischentief hier vom vergangenen Herbst bei rund 1,28. 1,28, 1,29 ist dann schon eine etwas markantere Unterstützungszone. Wenn diese allerdings fällt, dann habe ich auch ein entsprechend sehr kräftiges Verkaufssignal, was eben diesen Trendbruch, den ich hier in der Monatsebene hier schon erkennen kann, dann nochmal bestätigt. Und in dem Fall ist davon auszugehen, dass dann, ich mache mal alle Linien weg, dass man es besser erkennen kann, dass dann der Kurs durchaus nochmal hier an dieses Zwischentief vom vergangenen Jahr in der Region bei rund 1,19, 1,20 heranlaufen kann. Dies wäre dann auch, wenn ich diese Linie hier weiter fortziehen würde, dann nochmal ein Aufsetzer an diesen Trendkanal und dann muss ich zeigen, treten wird, was dann bei nach unten hin natürlich ein ganz schönes Stück. Allerdings, dazu springe ich jetzt dann doch nochmal in den ursprünglichen langfristigen Chart hinein. Wenn man das sich hier nochmal anguckt, die Kursziele hier zunächst bei rund 1,20, was ich erwähnt habe, und dann im weiteren Verlauf dann, wenn er wirklich da in diesen Trendkanal nochmal reintritt, dann eben vielleicht darüber hinaus noch, wirkt in diesem ganz langfristigen Kursbild jetzt dann doch nicht mehr so hochdramatisch, wie das vielleicht in dem Tageschart aussieht. Gut, ich wiederhole nochmal das Trading Setup, was ich rausgesucht habe. Kleine Erholung, Einstiegslimit 1,3250 etwa. Der Ausstieg dann knapp über dem letzten Zwischenhoch bei 1,3450 und die Kursziele nach unten hin, die 1,29 bzw. 1,28, der erkennbar markante Unterstützungsbereich. Solle der durchbrochen werden, dann kann ich mir vorstellen, dass es relativ schnell in Richtung 1,20 bzw. 1,19 gehen kann. Gut, mit diesen Informationen heute auch wieder etwas knapper aufgrund des technischen Problems übergebe ich dann auch schon an den Stefano, der Ihnen dann die passenden Produkte wieder auf dem Guidance Desktop raussuchen kann. Stefano? Jetzt habe ich mich parallel nochmal woanders auf stumm geschaltet, ne? Danke für den Hinweis, Stefan. Okay.
Bringen wir rein in US-Dollar, kanadischer Dollar, ob long jetzt oder short, ist eine, wie wir jetzt gemerkt haben, immer eine Frage der Perspektive. Also von René aufgezeigt long, weil wir eben kanadischer Dollar, US-Dollar haben, aber Chart und Produkte gehen eben umgekehrte Richtung US-Dollar auf kanadischer Dollar. Also ein US-Dollar gleich in dem Fall 1,30 kanadische US-Dollar. Diesen Shorten, also diesen Chart, diesen Kurs Shorten ist eben genau das gleiche wie Long, die umgekehrten Währungspaar, also Kanadischer US-Dollar. Es geht letztendlich um eine US-Dollar-Abwertung und kanadische US-Dollar-Aufwertung. Das wollen wir hier umsetzen mit dieser Strategie und setzen es hier ganz schön in der gewohnten Manier in Guidance um, beim Einstieg von 1,3250, also kurze Erholungsphase, hier nutzen, reinzugehen mit einem Stop-Loss von 1,3450 und einem Kursziel, einem ersten Kursziel von ca. 1,29 Dollar kann Dollar. Dann haben wir schon mal ein schönes Produkt hier ausgewählt, mit einem Knockout, der etwas weiter weg ist, von 1,3887, das ist der nächste Knockout, den wir hier im Bestand haben. Dementsprechend der Stop-Loss schon bei 2,91 Euro circa, respektive einem Stop-Loss in dem Kurs, in dem Währungspaar von 1,3450. Ja, das nächste Kursziel 1,28, beziehungsweise wenn wir da hingehen, dann schon in Richtung 1,19, wie von Stefan genannt, dann ergeben sich natürlich weitaus andere Kursziele. Da glaube ich, Stefan, gute Möglichkeit, wenn wir bei 1,29, 1,28 wirklich hingehen sollten und dem Trade wieder Luft geben wollen, in Richtung 1,20, 1,19 zu gehen, am besten den Stop nachziehen oder Stefan mindestens mal auf Niveau, beziehungsweise vielleicht noch ein bisschen drunter, um tatsächlich auch einen Gewinn mitzunehmen. Dass wenn wir wieder hochgehen in die umgekehrte Richtung, dass wir trotzdem in diesem Trade dann doch noch einen Gewinn machen. Oder beziehungsweise dann wirklich mit dem Ziel, dass wir dann vielleicht doch ein scharfes und ein starkes Short-Signal bekommen, dann tatsächlich in Richtung 1,19 gehen würden, das wäre natürlich das Wünschenswerteste. Ein bisschen Zeit haben wir noch, deswegen gehe ich nochmal hier kurz nochmal ein auf die Produktsuche für die einen oder anderen, die das noch nicht so oft gesehen haben. Hier eben unter diesem Link, den DZ-Bank Guidance Test, so findbar die Produkte, auswählbar auf Basis der Produkt der Trading-Strategie, die wir jetzt gemeinsam entwickelt haben. Das Schöne eben hier dabei ist, man kann diese ganzen Währungsumrechnungsthematiken, die ich brauche, um meine Strategie in meine Trading-Plattform einzugeben, kann ich mir hier sparen, weil ich hier diese Berechnungen, die Kursberechnungen, die Szenarien automatisch berechnet bekomme, inklusive eben eine schöne Risiko-Money-Management Formel, die ich bei jedem Trade brauche, hier immer ein Beispiel, 1% von 20.000 Euro, wie mein Tradingkapital eben ist, ich kann hier aber auch 10.000 angeben, das reduziert eben meine maximal handelbare Stückzahl, in diesem Fall ist es eben nur 71 Stücke, die ich kaufen darf, damit mein Risiko in diesem Fall von 100 Euro nicht überschritten wird, das sehen wir hier an Verlustpotenzial, wenn der US-Kann-Dollar wieder erwartend steigt auf 1,3450, dementsprechend hier 1,92 in dem Euro in diesem Wertpapier, in diesem Turbo Endlos Produkt, damit es eben nicht überschritten wird. Und hier ganz rechts, hier eine Möglichkeit, direkt mich zu verlinken mit meinem Broker, wo ich mein Konto oder mein Depot jeweils auch immer habe. Da werde ich dann direkt verlinkt, kurz eine Eingabe der Daten, Kontonummer, Depotnummer, PIN, dann bekomme ich dann das Wertpapier direkt angezeigt. Es ist immer einfach eine schöne Möglichkeit, hier Zeit zu sparen. 12 Minuten vor 8, kurze Handelswoche nach Ostern. Heute ja ausnahmsweise mal Dienstag durch den gestrigen Ostermontag. Frau Stefano, jetzt wo wir noch Zeit haben, 12 Minuten, erhelle uns doch mal, für wen du heute Abend bist beim Fußball. Ja, ich wusste, dass die Frage kommt. Das ist immer schwer, Ingmar. Ja. Es sind zwei Herzen an einer Brust. Ne? Ich muss ja zugeben, zur WM war ich wirklich für Deutschland. Ich hatte auch ein Deutschland-Trikot mit meinem Namen auf dem Rücken. Ja.
sagen wir mal so, bei einem Freundschaftsspiel ist mir das total egal. Ich fürchte, bei der EM werde ich wieder ins italienische Lager rücken. Sorry, jetzt wenden sich alle Leute ab von der Webinarreihe. Nein, aber ich war bei der WM, habe ich mich wahnsinnig gefreut. Da hätte auch Deutschland gegen Italien gespielt. Ich wäre wirklich ernsthaft für Deutschland gewesen. Das durfte ich aber nicht meinen italienischen Freunden erzählen. Ich glaube, die hätten mich verbannt. Denen gesagt, du bist kein. Hoffen wir mal, dass die heute Abend nicht zuhören. Ja, genau. Nee, ich denke mal nicht. Ich denke mal nicht. Nee, ich freue mich einfach immer auf ein schönes Spiel. Vor allen Dingen heute Abend ist ja immer ein Klassiker. Ne? Auch wenn es ein Freundschaftsspiel ist, kribbelt dann doch. Man guckt sich an und ich freue mich auf ein cooles Spiel. Ich hoffe, ihr auch und schaut euch das alle fleißig an. Ich werde nur mal überlegen, zumindest Ingmar, ob ich heute Abend Apfelwein trinke oder doch einen italienischen Rotwein. Mal gucken. Ja, das mal sehen. Kann ich gut verstehen, wenn du dann also auf den Rotwein springst. Ja, ne, ich bin ja absoluter Apfelwein-Liebhaber. Als Muttermilchersatz schon bekommen in der frühen Kindheit als Frankfurter. Insofern, ich habe beides im Kühlschrank. Mal gucken, für was ich mich interessiere. Wenn was über ist, sagst du Bescheid, ne? Mach ich. Aber Stefan, wir kamen gerade auch eine Frage von Robert rein, ob du bei der Auswahl, ob es doch bei der Broker-Auswahl auch Flattex Österreich gibt. Nö, leider nicht. Guter Punkt. Ja, ist doch mal ein guter Hinweis, kann man mit aufnehmen, Robert. Danke. Ist ja kein Problem, den Broker mit aufzunehmen. Wir haben Flattex hier, aber das ist halt Flattex Deutschland. Und ja, dann nehmen wir Flattex Österreich auch mit auf. Sprechen wir mit den Kollegen. Vielen Dank für den Hinweis. Nehmen wir hier einfach FedEx Österreich im nächsten. Ich hoffe, es handelt sich dann nur um Tage. Kommt immer darauf an, wie schnell FedEx auch ist. Aber dann nehmen wir die mit auf. Danke für den Hinweis. Ja, ansonsten gucken wir nochmal rein. Die eine oder andere Frage ist, das sind immer viele Fragen heute, sind auch weniger Teilnehmer. Etwa 30-40% weniger heute da als sonst. Gut, Osterwoche halt, ist klar. Dementsprechend auch weniger Fragen. Aber eigentlich sind alle Fragen beantwortet. Eine gibt es noch von Marco, die werde ich gleich nochmal schriftlich beantworten. Also für diejenigen, die noch eine Frage offen haben, einfach kurz nochmal drin bleiben. Und eine Frage zu Aktien kam vorhin. Aurubis, das werden wir heute nicht besprechen können. Aurelius. Aber nächste Woche, da kommen wir schon mal auf den Hinweis für nächste Woche. Da haben wir ja den Sebastian Hoffmann da von Primequants. Und er widmet sich ja in unserem Webinar stärker Aktien. Dann werde ich dir mal den Hinweis mitgeben. Also lieber Helmut, einfach nächste Woche nochmal einschalten. Montag dann wieder mit Sebastian Hoffmann und meiner Person. Dann werden wir versuchen, was zum Thema Aurelius zu sagen. Und aber auch zu anderen, vor allen Dingen dann Aktien, die der Sebastian dann mit seinem Tool ja analysiert und versucht, eine Prognose zu ermitteln. Und insofern würde ich sagen, eine gute, sportliche, aber auch spannende Woche in den Finanzmärkten. Jelena hat ja heute geredet, ich weiß nicht, ob sie immer noch redet. Ingmar, hast du es hier ein bisschen noch auf? Warte mal, nee, ich habe gerade. Wir reden ja mal ein bisschen länger. Live-Ticker drin gehabt, aber. Also zumindest hat sie heute ein paar Statements gebracht. Gold ja auch ordentlich bewegt heute. Plus 1,65%, das ist ja schon mal ordentlich für Gold. Der Bund Future übrigens bei 163,74, kannst du hier sehen. Dementsprechend die 10-jährige Anleihe für Staatsanleihen, deutsche Staatsanleihen, mit nur noch knapp 14 Basispunkten, also 0,14%, ist deutlich zurückgekommen. Ja, also das geht schon wieder die Tendenz in Richtung Null. Wahnsinn. Euro-Dollar heute auch nochmal fest, nur 0,7. Also unsere amerikanische Freundin Madame Yellen hat doch noch einen ordentlichen Einfluss auf die Märkte, wie wir heute nochmal gesehen haben. Aber wir freuen uns jetzt erstmal ja auf die zwei Basiswerte, NetGas und Dollar, CAN-Dollar. Wir werden dann wieder berichten. Ich schaue Lunds gerade mal rein. Wann haben wir euch wieder da? Am 11.04., ne? Das ist doch schön, in 2 Wochen. Jo. Wir machen gerade nochmal genau den Hinweis, um es formal nochmal richtig abzuschließen. Den Hinweis am 4.04. mit dem Sebastian Hoffmann von Primequants. Freue mich, wenn Sie wieder alle dabei sind und noch ein paar mehr.
Bis dahin einen schönen Abend. Redegruppe auch. Vielen Dank für heute. Bis nächstes Mal. Tschüss. Ja, danke auch fürs Zuhören. Viel Spaß heute Abend. Bis zum nächsten Mal. Gute Trades. Ciao. Für wen bist du denn? Ciao. Gute Frage. Ciao. Ebbler oder Äppler? Oder Äppler. Ausnahmsweise Äppler. Dann ausnahmsweise Äppler. Alles klar. Ciao. Ciao.